So, herzlich willkommen zum Vortrag der Wolpertinger. Kennt jemand den Wolpertinger? Ja, klar. Da habe ich gehofft, dass es jemand kennt. Ich bin vor ein paar Jahren nach München gezogen und so das Erste, was man lernt, ist der Wolpertinger. Das ist ein typisches bayerisches Tier, wo gern ausgestopft an Touristen verkauft wird. Und möchte ich ein bisschen erzählen. Die Legende des Wolpertingers hat vor 200 Jahren begonnen. Gefunden kann eigentlich nur von hübschen Frauen, die mit dem feschen Burschen zusammen im Wald unterwegs sind und auf die Jagd danach gehen. Man kann ihn fangen, indem man Salz auf seinen Schwanz streut oder in dem Sack mit Kerzenlicht anlockt. Und wie man sieht, besteht der Wolpertinger aus verschiedenen Tierarten und ist sehr selten, aber man findet ihn oft in irgendwelchen Restaurants in Bayern ausgestopft, wahrscheinlich auch in Österreich teilweise. Es gibt verschiedene Namen von dem. Hast du in Österreich auch Wolpertinger? Okay. Okay, ja. Und um zu erklären, die ganze Sachen müsst ihr verstehen, wir leben tatsächlich in der Matrix. Und ich weiß nicht, ob es Glück ist oder kein Glück, die Matrix besteht aus PHP-Code. Das heißt, alles, was ihr seht, ist objektorientierter Code, der euch in die Augen simuliert wird. Und haben ein typisches Beispiel. Wir haben zum Beispiel Rehe, wir haben Hasen, das sind Säugetiere. Ich frage mich so, wer kann ein bisschen PHP, wer kann damit was anfangen? Niemand? Wer kann damit nichts anfangen? Okay. Also im Grundprinzip ist es eine Standard-PHP-Klasse, wo wir ein Säugetier haben, mit dem man sich ein Reh bauen kann oder ein Hase. Und der Einstieg ist, was es in Joomla gibt. In Joomla besteht hauptsächlich aus objektorientierter Programmierung, außer die Module Chromes, die sind immer noch Funktionen. Und da würde ich ein bisschen erzählen, wie der Wolpertinger in dieser Welt entstanden ist. Die Grundidee ist, dass es Vererbung gibt bei PHP. Bedeutet, wenn man ein Reh bauen will, dann braucht man ja nicht jedes Mal ein Säugetier, sondern Rehe haben eigene Eigenschaften. Eigene Funktionen, deswegen kann man mit Extend erben. Extend ist ein Konzept in vielen Programmiersprachen, mit dem man die Eigenschaften von dem Haupt- oder von dem Elternobjekt aufs Kindobjekt mit überträgt und dann selber noch anpassen kann. Wie man es hier sieht, wenn man nochmal zurückgeht, hier mussten wir Reh mitgeben und hier können wir uns schon sparen, da wir eine Instanz nehmen von Reh und das benutzt dann das Elternkonstrukt und initialisiert es. Das heißt, wir haben ein schönes Ergebnis. Das False ist, ob es männlich oder weiblich ist. Genau, das ist einfach so mal ein Beispiel von einer Klassenfunktion. Genau, man muss auch nichts mitgeben. Das heißt, wenn man nichts mitgibt, dann ist es standardmäßig weiblich, wie so alle Lebewesen. Und es gibt es dann, sie werden dann männlich, wenn sie einen zusätzlichen Parameter DNA bekommen, dann werden sie männlich. Könnte sein. Ja. Aber gut. Dann haben wir das gleiche beim Hasen. Wenn wir den Hasen hier mitgeben, wird dann, also ist männlich, genau. Weil wir ja Forts gegeben haben. Und dann haben wir den Hasen, den machen wir weiblich, da müssen wir jetzt nichts mitgeben. Da können wir keine Parameter mitgeben. Und dann wird es automatisch weiblich, es wird ein Hase genommen. Und in neueren PHP-Versionen gibt es dann so schöne Sachen, man muss mal gar nicht mehr sagen, hey, ich gebe ein Hasenobjekt rein, sondern ich kann mich selbst initiieren. Das heißt, ich gebe dem Hase, sag hier, da steht Hase. Und dadurch bekomme ich dann unser Hasenobjekt. Und die Idee von Vererbung ist, dass man Basisklassen hat, die was Generisches können und dadurch kann man dann verfeinern, indem man immer erbt. In Joomla ist es zum Beispiel, wenn man eine Ansicht hat, eine View hat, dann gibt es eine Basisklasse, die ganzen grundlegenden Eigenschaften machen. Wenn man ein eigenes JavaScript laden will, kann man erben und das anpassen, was man anpassen will. So, vorhin hatten wir unser Säugetier und unser Hase erbt vom Säugetier. Wir haben das soweit jetzt umgebaut, dass wir natürlich keine Säugetiere mehr nutzen wollen, sondern wir wollen jetzt gezielt Hasen nutzen oder das gleiche wird auch für Reh funktionieren. Da gibt es einen schönen
ja, Namen, das heißt Abstract. Abstract bedeutet, ich kann kein Objekt erzeugen, sondern ich kann es nur vererben. So ist nicht ganz korrekt, aber so salopp gesagt. Das bedeutet auch, wenn ich eine Abstract-Methode habe hier, zwinge ich damit, dass die geerbte Klasse diese auch initialisieren muss. Das bedeutet jetzt, wir wollen eine Lieb-Klasse, weil wir wollen ja den Wolper-Dinger basteln. Da müssen ja verschiedene Tiere zusammenkommen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Liebe. Und damit wir das machen können, muss natürlich jedes Objekt irgendwas lieben können. Und wir können jetzt sagen, der Hase kann irgendein Säugetier lieben. Und natürlich, Hase und Reh passen nicht so ganz zusammen. Deswegen gibt es in PHP eine schöne Abfrage, Instance of, womit wir testen können, ist denn das Säugetier, was da reinkommt, tatsächlich ein Hase? Oder ist, wenn es ein Reh wäre, würde dann Instance of Reh heißen, wenn wir es haben wollen. So. Nun hat es einen kleinen Nachteil bei dem Hasen. Es gibt ja viele Hasen. Das heißt, wenn wir da einen Hasen übergeben, müssen wir ja irgendwie definieren können, was für einen Hasen wir haben wollen. Oder ist es uns egal, ob wir einen Hasen haben? Wollen wir irgendeinen Hasen? Wollen wir einen speziellen Hasen? Und dafür gibt es Interfaces. Interfaces sind sozusagen die Torwächter für solche Checks. Das heißt, Interfaces definieren, welche Funktionen, in dem Fall Methoden, müssen definiert sein, damit das Objekt initiiert werden darf. Das bedeutet, wenn wir einen Hasen bauen wollen, dann muss er definitiv hoppeln können und mümmeln können. Und wenn er das nicht kann, gibt es eine Fehlermeldung. Das hat einen Vorteil, um zu sagen, damit wir tatsächlich ein Hasenobjekt haben, muss er, wie ihr seht, hoppeln können und mümmeln können. Und mit Interfaces hat den Vorteil, dass man die nutzen kann, um generische Bedingungen zu bauen, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein nächstes Beispiel ein Auto und will Reifen bauen, dann ist es mir eigentlich, will einen Reifen dran packen. Dann ist es mir ja egal, ob ich einen Reifen von Marke A oder Reifen von Marke B nehme, solange es der Reifen ist, der zu dem Typ passt. Das heißt, ich kann sagen, hey, du musst das Interface Reifen erfüllen, egal von wo du kommst. Das gleiche machen wir jetzt hier auch. Das heißt, wenn du ein Hase sein willst, musst du hoppeln und mümmeln erfüllen, damit du ein Hase sein darfst. Und das Schöne an Interfaces ist, wir haben hier wieder das Instance of. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr explizit testen, ob du ein Hase bist, sondern es reicht uns, wenn du so tust, wie wenn du ein Hase bist, indem du dieses Interface erfüllst. So, und nun haben wir natürlich ein Problem, wir haben viele Hasen. Wir haben normale Hasen, wir haben Wuschelhasen. Und in PHP ist es so, wenn man eine Klasse hat, jede Klasse darf nur einmal da sein. Jetzt können wir natürlich anfangen, sagen, okay, wir haben eine Klasse normaler Hase, wir haben eine Klasse Wuschelhase, wir haben eine Klasse Wuschelhase braun und wir haben eine Klasse Wuschelhase braun, der hopst in irgendeiner Form. Und da hat sich dann, PHP war es nicht, aber da haben sich Sprachentwickler was Intelligentes einfallen lassen, sind Namespaces. Und Namespaces sind, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie ein abgeschlossenen Raum. Das sind so verschiedene Räume, in dem da genau ein Hase drin ist. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen einen Standardhasen haben, dann schauen wir in der Box der Hasen im Raum, im Standardraum, da haben wir unseren Standardhasen drin. Und wenn wir bei den Hasen schauen, im wuscheligen Raum, dann haben wir den Wuschelhasen drin. Obwohl beides Hasen heißen. Das bedeutet, wir können nun gleiche Klassennamen verwenden in verschiedenen Kontexten. Und wenn man es vergleicht, das Ganze sieht genauso aus wie vorher. Wir haben eine Haseklasse, die vom Säugetier erbt und die das Haseninterface erfüllt, indem es hoppelt und mümmelt. Das machen beide. Aber einer ist in Box 1, der andere in Box 2. Und um die dann zu nutzen, gibt es dieses Use-Statement. Da können wir sagen, nutze einfach diesen Hasen als Hase 1 und den Wuschelhasen als Hase 2. Und damit können wir dann ganz normal wieder arbeiten, indem wir die holen und den einen lassen wir hoppeln, den anderen lassen wir mümmeln. Hat jemand was verstanden? Fragen soweit?
wir weiter. Okay. Nun kehren wir wieder zurück zu unserem Reh und zu unserem Hasen. Das gleiche, was für den Hasen wir jetzt gebaut haben, mit verschiedenen Standardhasen, kann man auch für die Rehen bauen. Das heißt, wir haben einen Standardreh und einen Standardhasen, die beide vom Säugetier erben und entsprechend ihre Interfaces implementieren. Beim Hasen ist dann Mümmeln und Hoppeln und beim Reh, was weiß ich, kann man äßen oder röhren, ja, das ist dann der Hirsch, implementieren. So. Und nun gibt es den Wolpertinger, das heißt vor 200 Jahren entstanden. Und falls ihr euch erinnert, es gab diese, wo haben wir sie? Diese Liebt-Funktion, genau hier, wo der Hase darf einen Hasen lieben und das Reh darf ein Reh lieben. Und bei Wolpertinger gab es dann eine Laune der Natur, wo es ein Reh gibt, der plötzlich einen Hasen lieben darf. Und es gab auch einen Hasen, der mit Rehen auskommt. Und das bedeutet, plötzlich hatten wir sowas hier. Das bedeutet, wir haben ein Fabelwesen. Da ist in der Box Fabelwesen der ersten Generation. Der Wolpertinger heißt, der erbt die gleichen Eigenschaften vom Säugetier. Und jetzt sieht man die Vorteile. Er implementiert das Reh und er implementiert den Hasen. Das bedeutet, der kann mümmeln, der kann hoppeln und der kann äßen. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, dann können wir natürlich noch ein Enteninterface dazu packen. Oder irgendein, was gibt es da noch für Tiere? Ich kenne nicht mehr. Was ist jetzt die Säugetiere überschreiten darf, weil die Ente kann. Wie meinst du? Da vorne hat es ja geheißen, da darf man mit Säugetier, aber die Ente ist ja kein Säugetier. Genau, in dem Fall müssen wir dann die Liebt überschreiben. Das ist genau richtig, ja. Das bedeutet, der Vorteil von diesen Interfacen ist, dass ich damit definieren kann. Und ohne, dass ich jetzt hier irgendwas implementiert habe, weiß man sofort, dadurch, dass es Interface hat, muss da mümmeln und hoppeln können. So, und jetzt nochmal zurück zu Interfaces. Wenn man es jetzt weiter vergleicht. Genau, Interfaces haben jetzt eine Eigenschaft, dass der Hase hoppelt und mümmelt. Normal ist das so, jeder Hase hoppelt gleich. Vielleicht hat er verschiedene Schrittlängen, aber hoppeln ist hoppeln und mümmeln ist mümmeln. Jetzt müsste man natürlich die Interface zwingen ein, dass man es implementiert. Das heißt, immer wenn ich einen Hase mir baue, muss ich jedes Mal die Hoppeln- und die Mümmel-Funktion oder Methode schreiben, um sie zu nutzen. Weil das Interface sagt, das muss da sein. Und wenn ich jetzt 100 Hasen habe, dann muss ich es 100 Mal schreiben. Jetzt können wir natürlich überlegen, jetzt baue ich mir in Oberhasenobjekt, das ich rein erbe, was diese Hoppelmümmel mir abnimmt. Es funktioniert aber hier jetzt schon nicht mehr, weil hier braucht man ein Reh-Interface, Hasen-Interface, Ent-Interface müssen wir machen. Und die Vererbung hat einen sinnvollen Nachteil. Man kann genau nur von einer Oberklasse erben. Das bedeutet, wenn ich viele Klassen reinwerfe, kann ich nur von einer erben. Das heißt, ich muss die anderen Sachen alle auch implementieren. Und da gibt es eine schöne Eigenschaft seit PHP 7.0, 7.1, die Traits. Und Traits sind sozusagen eine Art verkappte Vererbung mit ein paar Einschränkungen, möchte ich nicht tiefer drauf gehen, aber eine verkappte Vererbung von vielen Klassen in eine. Und in Joomla ist es so, dass für ganz viele Interfaces direkt Traits gibt. Das heißt, Traits bauen diese Methoden, die ich in dem Interface baue, bauen sie einmal generisch, dass ich sie da habe. Typisches Beispiel, wenn ich eine Kategorie in irgendeiner Komponente nutze, ist er immer gleich. Das heißt, dann muss die Komponente die Kategorie nicht implementieren, sondern sie nimmt halt das Standardverhalten von der Kategorie. Und das Gleiche machen wir hier. Wir sagen, wenn du das Hasen-Interface hast, das kannst du einfach damit erfüllen, mit Hoppeln und Mümmeln. Und das führt dann dazu, dass wir dann für jedes Interface so ein Trait bauen, wo wir nutzen können. Das heißt, wir nutzen ein Reh-Trade, ein Hase-Trade und ein Ente-Trade. Und damit haben wir mit sehr wenig Code eigentlich einen Wolpertinger zusammengebastelt. Und gibt verschiedene Einschränkungen. Man muss aufpassen, dass zum Beispiel der Hase-Trade, wenn der Mümmel drin hat, das Reh-Trade es nicht haben darf. Also die dürfen nicht Konflikte miteinander haben. So, genau. Hat jemand Traits? Was war Traits? Ist der Vorteil klar, was Traits sind? Dass man
Klassen mischen kann. Genau. Klassenfunktionen, also Methoden. Genau, dass man, ja, dass man sich sozusagen Pakete zusammenpastelt, die man dann je nach Bedarf reinziehen kann. So, und jetzt sind wir bei Dependency Injection. Das ist ein recht, ich glaube, in Joomla 3 ist es manchmal verwendet, aber in Joomla 4 sehr stark. Und Dependency Injection, folgende Idee dahinter. Wenn wir jetzt einen Wald haben, dann haben wir wieder unseren Namespace in der Umgebung, das ist also eine Box-Umgebung, also die ganze Welt besteht irgendwie aus verschiedenen Bereichen. Und wir wollen einen Standard-Reh und einen Standard-Hase drin haben. Dann können wir so eine ganz normale Klasse Wald haben, haben irgendwelche Variablen und holen uns einfach dann in der Klasse den Hasen und den Reh hinzu. Das hat einen großen Nachteil. Wir haben jetzt hier einen Standardhasen. Wenn wir jetzt sagen, okay, Jagdsaison, Standardhase gibt es nicht mehr, aber wir wollen jetzt den Wuschelhasen ausgliedern, müssten wir jedes Mal diese Klasse anpassen. Und wie ihr seht, ist der Standardhase und der Wuschelhasen ja zwei verschiedene Hasen. Das haben wir vorhin gesehen. Und hier dazu gibt es diese Dependency Injection. Und die Dependency Injection ist, dass die Klasse sich die Sachen nicht selbst holt, sondern von außen befüllt wird. Das heißt, ich bekomme irgendwo von außen ein Hasen-Interface, also irgendwas, was so aussieht, wirkt wie ein Hasen, und ein Reh-Interface, was zumindest die Kriterien eines Rehs erfüllt. Also wie ihr seht, ist es recht schwammig. Es muss einfach Interface, wenn es Interfaces erfüllt, dann ist es ein Reh. Und der Vorteil ist nun, wenn wir jetzt sagen, hey, dieser Hase, geben wir einen Standardhase rein oder wir geben ihm einen Wuschelhasen rein, das ist dem egal, weil solange es das Haseninterface erfüllt, nimmt es alles. Aber wie man hier schon sieht, die Parameter werden sehr lang. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein Enteninterface dazu hätten oder wenn wir 10 Hasen dazu hätten, wird es sehr umständlich, das zu befüllen. Und da ist der nächste Schritt dann der Dependency Injection Container. Und die Idee dahinter ist, dass man gar nicht mehr einzeln alle Elemente vorher definiert und dann übergibt, sondern dass man jetzt alles als einen Container, als eine Box sammelt, im Prinzip einen Käfig, und den dann einfach von oben in den Wald reinplumpsen lässt. Und das ist sehr vereinfacht. In dem Fall habe ich einen Karton genommen, in dem man alle Variablen setzen kann. Kann man sagen, okay, gib Hase hat dieses Objekt, ein Reh hat dieses Objekt und hat dann sozusagen ein geschlossenes Objekt. Was man am Schluss, wenn man es hier vergleicht, so reingibt. Also der Unterschied ist, vorher hatten wir hier einzeln alles zusammen. Und wenn wir jetzt noch eine Ente und einen Hund und was weiß ich reinpacken, wird es immer länger. Und wenn wir es mit dem Container machen, werfen wir einfach den Container rein. Das heißt, wir werfen ja, den Käfig in den Wald und dann kann der Wald dann reingreifen und sich rausnehmen, was er will. Fragen dazu? Also wird gleich abgefragt, deswegen. Nicht. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn Joomla damit? Oder warum erzähle ich das euch? Weil Joomla 4, wo finde ich die Sachen? Und das ist das erste Ding. Der Vorteil der Namespaces ist, dass jetzt recht logisch zu finden ist, wo die ganzen Sachen Joomla versteckt sind. Zum Beispiel, also wenn ihr mal in die Joomla-Datei reinschaut, dann habt ihr oben immer Namespace, Leerzeichen, irgendeinen Namen. Also genau sowas hier habt ihr eigentlich in fast jeder Datei stehen. Und daraus könnt ihr schlussfolgern, wo ihr dann findet. Falls ihr da mal nachschauen wollt oder irgendwas editieren wollt oder irgendwelche Hilfsfunktionen nachschauen wollt. Und wenn es mit Joomla CMS anbeginnt, liegt es in Library Source. Das ist so der Joomla CMS Bibliothekenordner. Wenn man Joomla Component XXX Site hat, dann findet man es im Component com XXX. Also bei com Content würde hier Content stehen. Bei Banner würde da Banner stehen. Oder Banners. Das gleiche für Administrator. Das ist dann natürlich im Administrator. Und da sieht man jetzt eigentlich schon den Vorteil von den Namespaces, dass, wenn man es richtig implementiert, sie sehr viel sagen, wo ich denn die Sachen finde. Also Joomla Modules Site findet sich in Site. Administrator entsprechend Administrator. Plugins, fast. Und wenn es keine dieser Strukturen hat, dann finden Sie das wahrscheinlich in Libraries Vendors. Und das ist ein spezieller Ordner. Bei Joomla ist eine recht große Codebase und da hat man sich entschlossen, nach und nach Sachen, die eh schon in der PHP-Welt
existieren, nicht mal neu zu bauen. Das ist ja ein riesen Einschnitt für Joomla. Joomla hat bis jetzt immer alles das perfekte Teil genommen und irgendwie nachgebaut. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass man doch das perfekte Teil selber nimmt und einfach reinlädt. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Namespace habt, der nicht in den oberen Kriterien ist, ist er wahrscheinlich im Vendor-Ordner drin. Da ist dann auch mit dem Ordnernamen, also da sind die Ordnernamen identisch meistens. Genau, und generell, was ich jetzt gezeigt habe, ist die Namespaces. Die Frage, wo findet man und wie kommen die zur Anwendung? Und wie schon gesagt, die Namespaces werden eigentlich überall, in jeder Datei, die kein Layout ist, versucht zu verwenden. Also es ist noch nicht komplett überall implementiert. Das heißt, wenn ihr oben in die Datei reinschaut mit Namespace, dann findet ihr das recht häufig in Joomla. Die Vererbung, dass Joomla objektorientiert ist, wird eigentlich die Vererbung sehr viel an jeder Stelle genutzt. Das heißt, wenn ihr eine Komponente habt, erbt die meistens von irgendeiner Vorlage, die in Joomla schon existiert und wird auch entsprechend genutzt. Und das ganz Neue ist das Dependency Injection. Das ist relativ, ist ganz neu und wird hauptsächlich bei der Initialisierung der Komponenten verwendet. Das ist im Prinzip der Container. Das heißt, früher hat Joomla einfach die Komponente in irgendeiner Form aufgerufen von sich selbst. Und mittlerweile bekommt die Application in Joomla diesen Käfig mit der Komponente drin und kann dann auf sie zugreifen. Also sie bekommt sie von außen reingeschoben. Und das sind so die neuesten Sachen von Joomla. Ich wollte noch mal was sehen. Ich möchte sehen, wo ist eine Komponente, ich weiß nicht, oder zum Beispiel Blog-Ansicht oder View, oder wie schaut diese Klasse aus? Also der View selbst, oder? Ja, da braucht man ja, wenn man etwas. Okay, Joomla 4. Also Frontend oder im Backend? War das? Okay, also genau, dann kann man reinschauen. Kommt Content, was jetzt hier geändert hat, also ganz kurz die Dependency Injection, damit man das mal gesehen hat. Die befindet sich hier nicht, die befindet sich hauptsächlich im Backend. Gehe ich mal ganz kurz hin. Kann man es lesen oder ist es zu klein? Okay. So. Es gibt einen Services-Ordner, da gibt es einen Provider. Und dieser Provider ist der Zusammenbau des Containers. Wie man hier sieht, wird hier ein Container übergeben, der dann mit verschiedenen Attributen von dieser Komponente befüllt wird. Das ist unser Käfig und jetzt werden hier die ganzen Rehe und Hasen und anderes Säugetier dazugepackt. In dem Fall als Beispiel wird hier, dass routermäßig arbeiten kann oder dass eine Category mit Com-Content arbeiten kann. Und das Ganze wird dann und hier sieht man jetzt ein typisches Beispiel. Gibt's die Komponente ist generisch, die erbt von der MVC-Komponente und die implementiert jetzt ganz viele Interfaces. Das heißt, diese Komponente kann dadurch, dass sie Category implementiert, kann sie dann plötzlich mit Categories umgehen. Weil wir hier auch dieses Trait haben. Also es ist immer diese Kombination, ich habe ein Interface und dazu ein Trait, was dieses Interface erfüllt. Und das gleiche dann, wir haben einen Workflow, kann der Com-Content und wir haben einen Workflow-Service-Trait, der es entsprechend abbildet. Manche Sachen haben dann keine Traits, die muss man dann hier weiterhin implementieren. Ja, zum Beispiel irgendeine Validate Section, das für Custom Fields, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie es denn aussieht im Frontend. Wir haben jetzt eine
Die erste Änderung, das hat aber wenig Einfluss jetzt auf dieses Konzept, ist, dass die Template-Dateien nun einen eigenen Ordner haben und nicht mehr im View drin sind. Und was wir dann haben, ist der Category View, der sozusagen HTML-View heißt als Klasse und dann von diesem Category View erbt. Ja, und dann gibt es halt, wie in Joomla 3, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ich glaube, interessanter ist eher die Models, die da sind. Weil durch diese Dependency Injection, das hat eigentlich den größten Vorteil, dass die in sich geschlossen sind. Man kann jetzt zum Beispiel ganz einfach in Modulen Komponenten laden, die Komponenteninformationen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr in Modulen selbst SQL schreiben, sondern wenn ich eine Liste haben will von Artikeln, dann hole ich mir die Komponente des Komponentenmodells und hole mir die Artikel darüber. Das ist der Vorteil von dieser, weil ich ja nicht mehr von innen heraus sich selbst befüllt, sondern ich hole es mir von außen heraus. Das kann ich mal zeigen, wie es ein Beispiel ist. Schauen wir mal, ob wir das richtige Modul finden. Wenn wir jetzt schauen, früher gab es hier dann eine SQL-Abfrage und jetzt muss ich mir einfach die Komponente, hole ich mir, das gibt es einen Befehl, halt Boot Component in dem Fall, hole ich mir com-content und dann kann ich mir einfach ein Model daraus generieren. Und ich muss dann nicht mehr irgendwelche SQL-Sachen in Modulen schreiben, die eh schon existieren. Schon, das ist ein JModel Legacy und hast dir doch das Modul geholt und im State-Objekt die Parameter übergeben. Ja, aber das war ja nicht schön. Also nicht so schön wie nicht. Da. Du konntest auch schon in 1.0 Overrides machen, aber das war auch nicht schön. Weitere Fragen? So ein Basisobjekt wie früher war das so, hat man Factory oder so aufgerufen und jetzt so was das Basisobjekt von Joomla jetzt irgendwie so App oder kommt drauf an wo, also für eigene Komponenten oder für was? Okay, das ist natürlich eine gute Frage. Man hat halt zum Beispiel früher vom Document irgendwelche Params geholt, also auf der Art, okay, wenn man jetzt irgendwie Frontend also ausgeben wollte. Also das Factory soll zwar langfristig entfernt werden, aber es gibt es immer noch in Joomla 4. Okay. Also was sich geändert hat, ist halt das J vorne dran. Es geht zwar auch immer noch, aber das ist eigentlich weggefallen. Okay. Und dann ist per Namespace holt man Use, ich weiß nicht, was das CMS / Factory ist, glaube ich, und dann kann man das Factory nutzen. Also das bedeutet auch, das ist auch wieder ein Vorteil, da könnte ich mir jetzt ein anderes Factory selber bauen und mit einem eigenen Namespace, dann kann ich das verwenden, immer ein Plugin zum Beispiel reinladen, dann kann ich das bestehende Factory, ich könnte im Prinzip komplett Joomla mit was eigenem ersetzen, wenn alles genamespaced ist. Weil Joomla dann auch einen intelligenten Autoloader, das heißt die Dateien werden nicht mehr inkludiert direkt, sondern erst wenn sie gebraucht werden. Und wenn ich dann halt die vor einmal inkludiert habe, durch ein eigenes Plugin, dann werden der ist nicht mehr nochmal inkludiert. Also macht schlanker. Macht schlanker und macht es viel erweiterbarer. Weitere Fragen? Ich kann auch gerne nochmal das Bild zeigen vom Wolbertinger, wenn wir jetzt die letzten Minuten... Ja.